Ja, wir sind heute hier in Eschweiler auf dem Marktplatz vor der Firma Jakomos, die heute hier ein Raki-Festival veranstaltet. Und der Hintergrund ist, dass die Firma Jakomos, der Herr Tutschu, er hat ein Werbevideo gemacht, in dem er das Christentum beleidigt, als zentrale Inhalte des Christentums, das letzte Abendmahl. Er macht sich darüber lustig, er zeigt Jesus und die Jünger als Trunkenbolde, die beschwipst Halleluja singen mit römischen Soldnern und betrunken sind. Und er hat kein Einsehen, dass das einfach respektlos gegenüber dem Christentum ist. In der Türkei, in Hatay, hat das Bezirksgericht entschieden, dass dieses Video das Christentum beleidigt. Daraufhin wurde Herr Tutschu verurteilt, dass er das Video von allen sozialen Netzwerken in der Türkei entfernen musste. Hören Sie auf, respektlos gegen das Christentum zu agieren. Nehmen Sie dieses Video zurück und zeigen Sie Respekt gegenüber dem christlichen Glauben.